Hallo ihr Lieben, hier bin ich mal wieder mit einem neuen Video zu den Zeugen Jehovas. Das letzte ist ja schon viel zu lange her und der Grund, warum ich so lange keins mehr gemacht habe, ist, dass ich einfach komplett überfordert war. Ich war in E-Mail-Austausch und in persönlichen Gesprächen mit einigen Zeugen Jehovas und es war auf so vielen Ebenen einfach total vertrackt und unsinnig, dass es mir total schwer gefallen ist, das alles zu sortieren. Also es war so irrwitzig, irrational, was mir da begegnet ist. Und so viele Methoden der Täuschung und Falschargumentation und so weiter, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll, weil jeder Satz wieder so viel enthielt, dass ich Querverweise hätte machen müssen und erstmal andere Grundlagen ausarbeiten müssen und so weiter. Deswegen war mir das einfach viel zu viel Arbeit, das alles ordentlich zu belegen und so weiter, dass ich ja im Grunde gelähmt war. So, jetzt beschäftigt mich das Thema Religion ja auch in der Schule als Ethiklehrer und auch als Deutschlehrer eigentlich sehr, sehr, sehr oft, auch im Fach Deutsch in der Oberstufe, also die Literatur seit der ja, Klassik-Romantik, setzt sich eigentlich permanent mit der Verortung des Individuums im großen Weltganzen auseinander, stellt sich die Frage nach dem Glauben, nach Sinnstiftung und ja, sucht eben Wege mit den gedanklichen, geistigen Errungenschaften der Aufklärung umzugehen. Und deswegen ist das ohnehin recht oft ein Thema und es begegnet mir auch im Unterricht unter relativ Erwachsenen in der Oberstufe so viel Unwissen, was den kritischen Umgang mit, Glauben angeht, dass es schon wichtig ist, dass mich selbst damit auch auseinanderzusetzen, womit ich es überhaupt zu tun habe im Hintergrund. Nun sind es natürlich keine Zeugen Jehovas, aber mir ist bisher keine Religion begegnet, wo sich Irrationalität und Unaufgeklärtheit im Umgang mit Glauben so deutlich gezeigt hat wie bei den Zeugen Jehovas. Was mich jetzt in letzter Zeit aber besonders oder was mich auch veranlasst hat, mich neu damit zu beschäftigen, war ein anderes Erlebnis, nämlich in meinem Ethikunterricht in der 6. Klasse. Da hat eine junge Muslima, da war auch das Thema Glaube dann, der Kontext ist dann auch einfach, in Ethik beschäftigen wir uns ja mit dem guten Handeln, also wir stellen uns die Frage, wie sollen wir handeln, wie sollen wir unser Leben gestalten, wie sollen wir welche Entscheidungen sollen wir treffen, wenn andere dadurch oder von unserem Handeln betroffen sind? Und dann brauchen wir natürlich auch einen Orientierungspunkt. Wie entscheide ich eigentlich? Wonach kann ich entscheiden, ob eine Handlung gut ist oder nicht? Und in der Moderne, nach der Aufklärung, scheidet natürlich auch die Orientierung an Gott und den Religionen aus, weil es einfach nicht oder keiner kritischen Prüfung standhält, wenn wir uns auf Gott oder religiöse Regeln als absoluten Maßstab beziehen. Und dann wollte ich diesem Mädchen klar machen, dass sie ja auch, also ein Problem, wenn wir uns an Religionen orientieren wollen, ist natürlich, dass es so viele verschiedene Religionen auf der Welt gibt und an welcher sollst du dich denn nun orientieren? Dann habe ich versucht, diesem Mädchen klar zu machen, du bist ja auch Muslima, weil deine Eltern eben Muslim sind. Dann sagte die zu mir, nein, nein, ich bin nicht wegen meinen Eltern Muslima, sondern weil ich selbst kritisch nachgeforscht habe und erkannt habe, dass es das Richtige ist. Dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, dass sie eben ins Zweifeln gekommen sei und sich gefragt hat, ob Gott überhaupt existiere und so weiter. Das sind ja wirklich gute, aufgeklärte Fragen. Allerdings hat sie dann natürlich in ihrem muslimischen Kontext nachgefragt. Und hat mir davon erzählt, dass ihm ihr Imam oder wer ihr dann ein Buch empfohlen hat. Also das war ist eine Muslime aus der Ahmadiyya-Linie, ja. Da gibt es ja auch unzählige
Linien und Interpretationen. Ich will das jetzt auch nicht verpauschalisieren. Es ist einfach nur jetzt ein Beispiel, wo mir begegnet, wie wichtig es ist, Aufklärung zu betreiben, beziehungsweise wie machtlos ich als Lehrer eigentlich bin, womit ich es eigentlich zu tun habe. Jedenfalls hat dieses Mädchen dann gesagt, dass sie dann aus ihren kritischen Fragen heraus dieses Buch erhalten hat, in Form von E-Book. Ich glaube, das heißt Mein Buch über Gott oder so ähnlich. Ich kann es euch in einem anderen, also irgendwann werde ich auch dazu vielleicht mal ein Video machen. Auf jeden Fall habe ich das Buch mir dann auch mal besorgt und da werden also auch ganz, auf ganz naive Art und Weise wird Kindern erklärt, warum ihr Glaube, in dem Fall dieser muslimische Glaube, der einzig wahre sei und warum der die Wahrheit enthalte. Und die Zeugen Jehovas behaupten natürlich exakt das Gleiche über sich auch. Und was mich so schockiert hat, war, dass eben bei diesem Mädchen ein Selbstverständnis sich entwickelt hat, dass sie aus kritischem Nachdenken heraus, aus eigenem Forschen zur Wahrheit gelangt sei. Und das ist natürlich eine ganz fiese Form der Täuschung, wenn du selbst den Eindruck hast, dass du aus kritischem Denken heraus dazu gekommen bist. Und das ist schon deswegen falsch. Ich habe ihr dann erklärt, dass Denken, kritisches Denken im Kern bedeutet, radikal selbstkritisch zu sein und wenn du solche Fragen hast, du auf jeden Fall ganz gezielt nach Inhalten suchen musst, die genau das Gegenteil behaupten. Und erst dann kannst du prüfen, wer von beiden hat denn wirklich die besten Argumente und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Wenn du natürlich an der Existenz Gottes zweifelst und dann einen Imam fragst oder einen anderen stark religiösen Menschen, was erwartest du für eine Antwort? Natürlich wird dieser Mensch dir mehr oder weniger handfest beweisen, dass Gott existiert und dass er zufällig auch den korrekten Weg zu Gott kennt und dir vermitteln kann. So, das war so ein kleiner Auslöser, auch noch andere Sachen. Auf jeden Fall habe ich jetzt entschieden, das große Bild kann ich nicht in einem Video vermitteln. Ich bin dazu auch, ich habe einfach nicht die Energie, das so weit auszuarbeiten. Deswegen werde ich in Zukunft, wenn ich weitere Videos mache, und heute beginne ich schon damit, mir kleine Phänomene raussuchen, um euch daran zu zeigen, was daran problematisch ist. So, und mit den Zeugen Jehovas kenne ich mich nun am besten aus. Und ich denke, dass etliche Aspekte auch in anderen unaufgeklärten Formen von Religion vorhanden ist. Und damit meine ich auch die großen Mainstream-Kirchen, also die Katholiken und die Protestanten und das russisch-orthodoxe Christentum, mit dem es. Ja, ich habe es jetzt nicht bewusst damit zu tun, aber ich weiß eben, dass es auch einigermaßen verbreitet ist bei uns. Okay, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Gerade bei den Zeugen Jehovas, und darauf beziehe ich mich jetzt ausdrücklich, weil es natürlich eine Reihe ethischer Probleme mit sich bringt, wenn du in solch einem System gefangen bist. Nochmal ganz kurz, falls Zeugen selbst zugucken, die jetzt ein bisschen Schweißausbrüche kriegen oder einfach nervös sind bei dem, was sie erwartet. Ich selbst bin kein Zeuge Jehovas. Ich habe nie einen Königreichssaal betreten und ich also bin nicht getauft und so weiter. Ich bin kein Abtrünniger. Jedoch bin ich das wohl, was sie einen weltlichen Philosophen betiteln würden und insofern kann es natürlich brenzlig sein, für dich zuzugucken. Ich lade dich trotzdem ein, prüfe alles mit mir kritisch mit der Vernunft und ziehe dann eigene Schlüsse daraus. So, um einmal den Kontext klarzustellen und auch die Zeugen sind da recht klagefreudig, einer Klage zu entgehen oder Sanktionen durch die Zeugen zu entgehen, beziehe ich mich hier, um euch die ethische Dimension klarzumachen auf eine Strafanzeige gegen ein ehemaliges Mitglied von InfoSecta aus der Schweiz. Sie heißt Dr. Regina Spies. Sie hat vor einigen Jahren ein Interview gegeben zum Thema Zeugen Jehovas und wurde daraufhin angeklagt von den Zeugen Jehovas in der Schweiz
wegen übler Nachrede. Der Gerichtsprozess hat einige Jahre gedauert und sie hat wunderbare Materialien zusammengestellt, Argumente und Beweismittel, die sie angeführt hat, um sich selbst zu verteidigen. Die Schrift ist knapp nicht ganz 100 Seiten lang. Ich werde sie euch verlinken in der Infobox. Sehr, sehr lesenswert, also im Kern die Problematik zusammengefasst. Und wir gehen einfach mal ein bisschen, beziehungsweise der Gerichtsprozess ist auch bereits entschieden. Also am 9. Juli wurde vom Bezirksgericht in Zürich entschieden, dass Regina Spies von allen Anklagepunkten freigesprochen wird und die Zeugen haben auch keine Berufung, sind nicht in Berufung gegangen. Und auf dieses Urteil beziehe ich mich und ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Inhaltsverzeichnis oder zeige euch so die groben, großen Punkte aus dem Inhaltsverzeichnis, worüber man wirklich mal kritisch nachdenken sollte, was so für Probleme mit dieser Religionsgemeinschaft einhergehen können. So, also, Punkt 1. Hier wird einfach angesprochen, die Praxis von Ausschluss und Ächtung. Ich lese jetzt einfach mal die großen Überschriften vor. Ängste bei Kindern und Jugendlichen. Ablehnung von Bluttransfusionen. Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch. Problematische Gemeinschaft, schwere Formen von Gewalt. Hochproblematische Gruppe, die Integrität ihrer Mitglieder verletzt. Ächtung, Kontaktverbot, ausgeschlossene Familienmitglieder. Gedankens-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Höhere Bildung und Perspektiven junger Menschen. Und zuletzt beschränktes Wissen um die Welt, fehlende gesellschaftliche Erfahrungen, verbotene weltliche Freunde. Diese Punkte zeigen einfach, welche Baustellen es gibt, die sich wirklich negativ auf das Individuum auswirken können. Es gibt wirklich etliche Mitglieder und ehemalige Mitglieder, die sehr, sehr stark unter dieser Religionsgemeinschaft zu leiden hatten oder noch zu leiden haben nach ihrem Ausstieg. Und deswegen erscheint es mir umso wichtiger, uns einmal anzuschauen, wie die Zeugen vorgehen in ihren Schriften. Um ihre Mitglieder an sich zu binden, beziehungsweise auch neue Mitglieder zu gewinnen. Ich habe hier mal diese Broschüre Das Leben reiner Zufall. Also heute zeige ich euch eh nur das, aber ihr findet mittlerweile diese Broschüren auch im Internet auf jw.org oder wenn ihr das einfach mal eingibt bei Google, Das Leben reiner Zufall, dann kommt ihr 100% auf diese Broschüre. So, was fällt uns auf? Zunächst einmal ist es recht aufwendig gestaltet, das heißt aufwendige Graphen. Es mutet so ein bisschen wissenschaftlich an. Manche Grafiken haben so ein bisschen den Charakter von technischen Zeichnungen. Es wird auch Fachvokabular verwendet und so weiter. Also es kommt daher, als ob es wirklich was Ernsthaftes zu sagen hätte. Und es geht ja auch um ein ernsthaftes Thema, nämlich um nichts Geringeres, das kann ich schon vorwegnehmen, als um den Sinn des Lebens. Denn auf der letzten Seite heißt es, spielt es eine Rolle, was wir glauben. Also kann es dir egal sein? Kannst du die Broschüre auch einfach wieder weglegen? Oder solltest du ernsthaft mal darüber nachdenken, dich mehr damit zu beschäftigen? Und ein wichtiger Grund ist die Frage, gibt es einen tieferen Sinn des Lebens? Das steht ganz am Ende der Broschüre. Ich zitiere mal. Also gibt es einen tieferen Sinn des Lebens? Der Evolutionsbiologe William Provine setzte sich mit dieser Frage auseinander und kam zu dem ernüchternden Schluss, aus unserem modernen Verständnis der Evolution folgt, dass es keinen letzten Sinn des Lebens gibt. Und genau darum geht es nicht nur den Zeugen Jehovas, sondern allen sehr stark religiösen Menschen. Sie suchen eine Sinnhaftigkeit für ihre eigene Existenz und das suchen wir im Grunde alle. Das ist natürlich auch mir wichtig. Also wenn ich wüsste, was ich genau zu tun hätte, um ewiges Leben zu erreichen, dann würde ich das natürlich auch tun, wenn mich das überzeugen würde. Und genau das ist natürlich der Knackpunkt. Also
Es ist auch ein schwer zu ertragender Gedanke, dass dein Leben keinen tieferen Sinn haben sollte, der dir vorgegeben wird, auch von jemandem. Und der Knackpunkt eben in unserer aufgeklärten Zeit ist, dass die bisherigen Sinnangebote, die traditionellen, das heißt Familie, der Staat und die Religionen, dir diesen Sinn nicht mehr geben können, weil sie einer vernünftigen Prüfung nicht mehr standhalten. Das heißt, heutzutage muss das Individuum sich selbst einen Sinn geben. Und das ist natürlich keine einfache Aufgabe für die meisten von uns. Trotzdem, das ist der große Rahmen. Im Grunde geht es ihnen immer darum, wenn sie versuchen, ihre Lehren als Wahrheit zu verkaufen. Wenn sie das, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, wenn sie das aufgeben würden, würde somit ihr komplettes Fundament zerbröseln und die Sinnfrage könnten sie sich selbst nicht mehr beantworten. So, ich möchte mal einen Punkt aufgreifen. Also grundsätzlich geht es in einer Sektion dieser Broschüre um das Thema Evolution, Mythen und Fakten. Da werden dann, ich muss gerade mal schauen, glaube, fünf Mythen und Fakten der Evolution werden dargestellt. Also Mythen und Fakten, damit ist gemeint Behauptungen über die Evolution. Ah, da sind es nur drei, es sind nur drei. So, es sind dann Behauptungen über die Evolution, die weit verbreitet seien und die jeder eigentlich für gegeben hält und die Zeugen widerlegen das dann. Das ist so das Muster. Und ein Mythos würde also behaupten, also es geht hier um die Entstehung der Arten, wie ist das Leben entstanden? Das fragen sich Wissenschaftler schon eine sehr lange Zeit, also spätestens seit Darwin und davor hat man sich eben, also wenn man sich die Frage gestellt hat, woher kommt eigentlich das Leben auf der Welt, woher kommen die verschiedenen Tierarten, na Gott hat sie erschaffen. Und Darwin war also einer der ersten, der dann behauptet hat, nicht Gott hat die Arten erschaffen, sondern die Arten haben sich aus weniger komplexen Vorformen aufgrund von Umwelteinflüssen oder anderen Faktoren entwickelt und Gott hat also damit nichts zu tun. Das war so grob die These oder ist die These. Und ja, seitdem gibt es im Grunde auch Evolutionsforschungen, Evolutionstheorien, also einfach Versuche zu erklären, woher das Leben kommt und wie, nach welchen Mechanismen sich die einzelnen Spezies entwickelt haben. Und nun wird hier behauptet, ein Mythos, ein weit verbreiteter Irrglaube also sei, dass Mutationen sind die Ausgangsbasis für die Entstehung neuer Arten, also dass alles aufgrund von Mutationen entstanden sei. Das widerlegen sie irgendwie, also das ist im Grunde auch widerlegt. Also es geht darum, dass auch die Evolutionsforschung heute die Entstehung neuer Arten nicht auf einen einzigen Faktor zurückführen würde, sondern es ist eine ganze Reihe von Faktoren, die man heute vermutet. Ich kenne mich da auch nicht besonders gut aus, das muss ich aber auch nicht. Das ist auch ganz wichtig für Menschen, die die Broschüren lesen. Das sind in der Regel, das muss man so sagen, keine hochgebildeten Menschen, sonst würden sie gar nicht erst sich darauf einlassen. Das sind einfache Menschen, ungebildete Menschen, also Menschen, ich will niemanden beleidigen, aber mit keinem besonders hohen Bildungsgrad, die natürlich jetzt kein Detailwissen über Evolutionsbiologie haben und ich ja auch nicht, die das dann lesen und sich überzeugen lassen von der Gegenargumentation. Und so einfach ist das natürlich nicht. Naja, jedenfalls wird hier dem widersprochen, dass durch Mutation allein neue Arten entstehen würden. Und das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist auch der Stand aktueller Evolutionsforschung, würde ich sagen, dass also allein durch Mutation entstehen keine neuen Arten. Es braucht noch andere Faktoren. Das interessiert uns jetzt aber nicht inhaltlich. Interessant wird es dann bei Mythos 2. Da heißt es dann, durch natürliche Auslese würden neue Arten entstehen. Das ist jetzt die zweite These. Interessant wird's jetzt.
Unter dem Abschnitt die Fakten. Also erstmal wird die These geäußert, dass Evolutionstheoretiker behaupten würden, dass durch natürliche Auslese eben die Schwachen gehen unter, finden keine Nahrung mehr, können sich nicht durchsetzen und die Starken überleben und können sich dann auch vermehren und geben ihre guten Gene weiter und dadurch würden neue Arten entstehen. Dem widersprechen sie und das ist natürlich auch alleine nicht ausschlaggebend für die Entstehung neuer Arten. Aber jetzt heißt es unter dem Abschnitt, die Fakten würden besagen. Also jetzt heißt es, wie gesagt, deutet alles darauf hin, dass durch Mutationen keine ganz und gar neuen Pflanzen- und Tierarten entstehen. Das war das Kapitel vorher durch Mutationen. Dennoch bleiben Evolutionsbiologen bei ihrer Behauptung, dass die natürliche Auslese positive Mutationen nutzt, um neue Arten hervorzubringen. Hier müssen wir festhalten, die Broschüre hat jetzt den Mythos natürliche Auslese erweitert um die These natürliche Auslese plus Mutation. Ich lese es nochmal vor. Dennoch bleiben Evolutionsbiologen bei ihrer Behauptung, also Evolutionsbiologen würden behaupten, dass die natürliche Auslese, Punkt 1, positive Mutationen, Punkt 2, nutzt, um neue Arten hervorzubringen. Also Auslese plus Mutation gemeinsam sollen neue Fakten hervorbringen und diese These soll nun widerlegt werden. Sind wir mal gespannt, wie Sie dabei vorgehen. Erster wichtiger Punkt. Sie bringen jetzt ein Beispiel einer Broschüre von der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften. Die hat irgendeine Broschüre herausgebracht, indem sie anhand von Beobachtungen von Finken aufzeigen, wie nach verschiedenen Dürreperioden sich neue Finkenarten entwickelt haben sollen. Und das haben die beobachtet. So, diese Broschüre wurde herausgebracht von der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften, die also die Evolution beweisen wollen. Was da im Einzelnen drinsteht, ist für uns nicht wichtig. Wichtig ist, dass nun die Wachturmgesellschaft schreibt. Auf Seite 21 steht das in dieser Broschüre. Die Broschüre, also von dieser Amerikanischen Akademie der Wissenschaften, die Broschüre verschweigt allerdings, dass in den Jahren nach der Dürre wieder Finken mit kleineren Schnäbeln dominierten. Mit den Finken interessiert uns jetzt gar nicht. Wir müssen null Ahnung davon haben. Wichtig für uns ist, die Wachturmgesellschaft wirft hier der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften vor, etwas zu verschweigen. Das heißt, sie beansprucht für sich selbst eine gewisse Redlichkeit. Der Leser soll hier das Gefühl bekommen, mir wird nichts verschwiegen. Also die Wachturmgesellschaft will ehrlich sein, sie wirft den anderen vor, etwas zu verschweigen, also scheint sie wohl selbst den Wert zu vertreten, ordentlich zu arbeiten und mir doch offensichtlich die volle Wahrheit zugänglich zu machen. So viel behalten wir im Hinterkopf. Jetzt geht's weiter. Immer noch auf Seite 21. Hier heißt es: 1999 schrieb der Evolutionstheoretiker Jeffrey Swartz, die natürliche Auslese könne die Arten zwar darin unterstützen, sich den Umweltbedingungen anzupassen, doch sie produziere nichts Neues. Wir erinnern uns zurück, widerlegt werden soll die These, natürliche Auslese würde positive Mutationen nutzen, um neue Arten hervorzubringen. Natürliche Auslese plus Mutation soll neue Arten hervorbringen. Hier heißt es nun aber, hier wird ein Evolutionsbiologe zitiert, der sagt,
Natürliche Auslese könne die Arten zwar darin unterstützen, sich den Umweltbedingungen anzupassen, doch sie produziere nichts Neues. Von Mutation ist jetzt hier gar keine Rede mehr. Außerdem wird hier zitiert ein Evolutionsbiologe. Man muss sich doch jetzt fragen beim Lesen, wieso sollte ein Evolutionsbiologe gegen die Evolutionstheorie argumentieren? Das ist eine offene Frage. Wahrscheinlich will die Wachturmgesellschaft uns suggerieren, selbst die Evolutionsbiologen geben zu, dass natürliche Auslese keine neuen Arten hervorbringen kann. Es gibt zwar leichte Varianten in den einzelnen Arten, mal einen längeren, kürzeren Schnabel, das Gefieder kann eine neue Farbe haben, aber keine grundsätzlich neuen Arten entstehen. Das ist damit gemeint. Jetzt schauen wir uns einmal an, denn so redlich ist die Wachturmgesellschaft. Es gibt hier eine Fußnote 27. Woher hat sie dieses Zitat? Hier ist also angegeben: Jeffrey Swartz, Sudden Origins, Fossils, Genes and the Emergence of Species. Also, plötzliches Auftauchen, wenn du so willst, plötzliche Herkunft, Fossilien, Gene und die Entstehung der Arten, von Arten. Woher kommen also die Arten, soll hier gefragt werden. Und jetzt frage ich euch, wer der Leser dieser Literatur macht sich die Mühe und schlägt mal so ein Zitat nach? Ich habe das gemacht. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, mir dieses Buch zu besorgen. Hier ist das Buch, aus dem zitiert wird. Jeffrey Swartz. Ah, ich muss es richtig umhalten. So, alter Bibliotheksbestand aus den USA. Hier steht's: Sudden Origins. Hier nochmal ein bisschen größer mit dem Verfasser. Kann man es lesen, ja. Jeffrey Swartz. So, wir gucken nochmal in die Fußnote der Wachturmgesellschaft. Da steht auf also das Zitat ist entnommen bei dem Abschnitt Seite 317 bis 320. So, jetzt ist es so, dass dieses gesamte Buch ein Überblick bisheriger Ansätze der Evolutionstheorie sowie einen Ausblick zeigen soll. Und zwar auf 420 Seiten. Jeffrey Swartz ist Evolutionsbiologe. Und natürlich gibt es in der Evolutionstheorie ganz verschiedene Strömungen. Und viele Theorien können eben nicht alles das erklären, was man so entdeckt, was man an Fossilien ausgräbt und so weiter. Es gibt unterschiedliche Ansätze und viele sind in der Vergangenheit eben gescheitert, wie es mit ganz vielen Theorien eben so ist. Und dann werden sie weiterentwickelt, es werden neue Theorien entwickelt und so weiter. Das heißt, das Buch hat nicht das Geringste damit zu tun, zu sagen, die Evolutionstheorie ist gescheitert. Das sind Wissenschaftler, die seit vielen, vielen Jahrzehnten versuchen herauszufinden, mit wissenschaftlichen Methoden zu erklären, wie sind die Arten entstanden, wie lässt sich das nachvollziehen. So, und der Satz, der zitiert wurde im Wachturm, nicht im Wachturm, nein, in dieser Broschüre, der steht also auf 319. Dort habe ich ihn gefunden. Ich habe ihn euch auf Deutsch übersetzt und wir lesen mal, was hier steht. Ich wiederhole nochmal den Satz, den die Broschüre zitiert. Natürliche Selektion kann Individuen an die Wechselfälle des täglichen Lebens anpassen, indem sie unter den bereits. Moment. Ich muss nochmal schauen, was genau in der Broschüre steht. Ja, genau. Also die Broschüre zitiert es indirekt. Ich lese nochmal, was die Broschüre schreibt. Das Buch ist von 1999, das ist natürlich wissenschaftlich längst überholt, das ist über 20 Jahre alt, aber was Swartz
inhaltlich schreibt, also ob das stimmt oder nicht heute, interessiert uns gar nicht. Wichtig ist nur, wie die Wachturmgesellschaft mit diesem Buch umgeht, mit diesem Zitat umgeht. Also 99 schrieb der Evolutionstheoretiker Jeffrey Swartz, die natürliche Auslese könne die Arten zwar darin unterstützen, sich den Umweltbedingungen anzupassen, doch sie produziere nichts Neues. Und jetzt, das ist also ein indirektes Zitat. Und jetzt lesen wir mal, was genau in dem Buch steht. Und die Übersetzung der Textstelle, ich blende euch aber das Original auch ein, damit ihr es überprüfen könnt. Auf Englisch, aber ich lese jetzt auf Deutsch vor. Natürliche Selektion kann Individuen an die Wechselfälle des täglichen Lebens anpassen, indem sie unter den bereits verfügbaren Allelen wählt, aber sie schafft nichts Neues. Genau so steht es in dem Buch und das stimmt auch mit dem überein, was die Wachturmgesellschaft zitiert. Jedoch gehen wir jetzt einen einzigen Satz zurück und betrachten die Aussage im Kontext. So viel zu dem Thema, dass man ja oft über unredlich arbeitende Organisationen hört, dass sie Zitate den Zusammenhang entreißen und dadurch bekommen sie eine völlig neue Aussagekraft. Jetzt setzen wir das Zitat mal in den Kontext, indem wir einen einzigen Satz davor noch uns anschauen. Und dort steht: Es ist wichtig zu wissen, dass wenn die natürliche Selektion nach Stabilität strebt, in dem Bild von der Evolution, das sich vor uns auftut, nichts Signifikantes passiert, bis es durch Mutation gestört wird. Wenn ihr euch erinnert, versucht die Wachturmgesellschaft, die These zu widerlegen, dass natürliche Auslese Mutation nutzt, um neue Arten hervorzubringen. Dann führt sie einen Evolutionsbiologen an, der widerlegt oder der bestätigt, dass natürliche Auslese keine neuen Arten hervorbringen kann. Das ist korrekt. Jedoch zusammen mit Mutation schon. Das steht nämlich genau in der Textstelle davor. Ich lese es nochmal vor. Es ist wichtig zu wissen, dass die natürliche Selektion nach Stabilität strebt. Sie bringt also keine neuen Arten hervor. Also das, wenn das so ist, es ist wichtig zu wissen, dass wenn natürliche Selektion nach Stabilität strebt, in dem Bild von der Evolution, das sich vor uns auftut, nichts Signifikantes, nichts Bedeutsames passiert. Die Arten stabilisieren sich einfach in ihrem Lebensraum durch natürliche Selektion. Aber es entstehen keine neuen, bis das Ganze durch Mutation gestört wird. Es muss also noch der Faktor Mutation, und heute wissen wir, dass noch viel mehr dazu kommen muss, hinzukommen, um neue Arten hervorzubringen. Ob das jetzt alles stimmt oder nicht, ich bin kein Evolutionsbiologe, ich kann das nicht beurteilen. Wichtig ist nur, dass Jeffrey Swartz in seinem Buch was völlig anderes sagt, nämlich genau das Gegenteil von dem sagt, was die Wachturmgesellschaft zitiert in ihrem Beitrag. Und das ist das, was wir ihr vorwerfen müssen. Ich lese auch nochmal aus dem Vorwort dieses Buches vor, damit euch klar wird, was das für ein Buch ist. Er schreibt im Vorwort auf Seite 10: Ich hoffe, dass Sie als Leser meinen Diskurs aufgreifen und über seinen Inhalt an sich nachdenken. Unabhängig davon, ob Sie und ich zu dem gleichen Schluss kommen, wie Evolution funktioniert, werden Sie sehen, dass die Zeit reif ist, alte Themen neu zu betrachten. Jüngste Entdeckungen, sowohl von Fossilien, die das vermutete klare Bild der menschlichen Evolution trüben, als auch von bisher unbekannten Arten von Genen, die steuern können, ob sich ein Organismus zu einer Fruchtfliege
oder einer Maus entwickelt, führen uns zurück zu den Anfängen der frühen Evolutionisten. Wir ringen mit der Vergangenheit durch die Augen sowohl eines Wissenschaftlers als auch eines Organismus, der über seine eigene Existenz nachdenken kann. Dieser Organismus sind wir Menschen. Wir Menschen können über unsere eigene Existenz nachdenken. Also das ganze Buch verfolgt das Ziel, bisherige Ansätze aufzurollen, zu diskutieren, aufzuzeigen, wo die Probleme lagen der bisherigen Theorien und aber auch neue Perspektiven aufzuzeigen. Er spricht hier von einer Art neuen Genen, die entdeckt wurden, die ganz wichtige zentrale Schaltstellen sind, dass wenn sich diese Gene durch Mutation verändern, kann plötzlich sich ein völlig neues Organ entwickeln. Das heißt, sprunghaft kann was völlig Neues entstehen. Nochmal zurück zu dem Anspruch, der uns da suggeriert wird durch die Wachturmgesellschaft. Sie wirft vorher der amerikanischen Akademie der Wissenschaften vor, etwas verschwiegen zu haben. Dann zitiert sie einen Satz aus einem Buch, einen Teilsatz aus dem Zusammenhang und macht uns weiß, dass der Wissenschaftler genau das Gegenteil von dem sagt, was er eigentlich sagt. Wenn wir das mal im echten Zusammenhang lesen, klingt das nämlich so. Dann kommt zuerst das, was die Wachturmgesellschaft nicht zitiert hat, das ist nämlich, es ist wichtig zu wissen, dass die natürliche Selektion nach Stabilität strebt. Entschuldigung. Es ist wichtig zu wissen, dass, wenn die natürliche Selektion nach Stabilität strebt, in dem Bild von der Evolution, das sich vor uns auftut, nichts Signifikantes passiert, bis es durch Mutation gestört wird. Jetzt kommt die Stelle, die von der Wachturmgesellschaft zitiert wurde. Natürliche Selektion kann, Klammer auf, also, Klammer zu, das ist jetzt meine Deutung, Individuen an die Wechselfälle des täglichen Lebens anpassen, indem sie unter den bereits verfügbaren Allelen wählt, aber sie schafft nichts Neues, denn, wie vorher gesagt, muss auch noch Mutation hinzukommen. Leute, über sowas kann ich mich wirklich aufregen und das fällt ja keinem auf, der nicht sich jetzt beruflich mit kritischem Denken auseinandersetzt. Das kommt so seriös daher, im Gewand der Aufklärung, will dir jetzt mal zeigen, Entschuldigung, ich brauche mein iPad noch, will dir jetzt mal zeigen, wie wir Falschdarstellungen durch die Wissenschaften aufräumen. Und im Grunde verdrehen die komplett das, was eigentlich gesagt wird. Ob die das absichtlich machen oder nicht, musst du entscheiden. Ich finde, also wir haben zwei Optionen, sie machen es nicht absichtlich. Dann müssen die so geistig beschränkt sein, dass sie unmöglich so ein Buch lesen können. Also das kann ich mir nicht erklären. Wenn sie es absichtlich machen, dann ist es schon eine ganz extreme Dreistigkeit. Und ich möchte dir in dem Kontext bitte nochmal die Stelle vorlesen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich in jedem meiner Videos machen. Was die Wachturmgesellschaft, was die Zeugen Jehovas selbst über Satan und Täuschung aussagen. Ich zitiere aus der Wachturm-Studienausgabe vom Juni 2019, Studienartikel 23. Passt auf, dass euch niemand gefangen nimmt. Satan möchte, dass wir uns von Jehova abwenden. Deswegen versucht er, auf unser Denken einzuwirken. Er will uns quasi gefangen nehmen und uns dazu bringen, so zu denken wie er. Mit Tricks und Täuschung versucht er, unsere Wünsche auszunutzen, damit wir ihm folgen. Und was sind die Wünsche? Könnten wir die Wünsche der Zeugen Jehovas identifizieren? Ja, es ist der Wunsch nach einem Sinn des Lebens, nach einem ultimativen Lebenssinn und natürlich der Wunsch nach ewigem Leben im Paradies.
Genau diesen Wunsch hege ich natürlich auch. Hegen wir alle wahrscheinlich, aber die Frage ist, ob wir uns das so sehr wünschen, dass wir uns so leicht täuschen lassen. So, dann sagen Sie noch was zur Täuschung. Also Satans möchte uns täuschen und unsere Wünsche ausnutzen, sodass wir genauso so denken wie er. Und im Wachturm von 2010, in der Öffentlichkeitsaufgabe vom 1. September, der Artikel heißt Vorsicht, Täuschung, heißt es in dem Absatz, warum es so gefährlich ist, getäuscht zu werden. Das Wort täuschen kann nach einem Wörterbuch bedeuten, Sie sagen uns nicht welches Wörterbuch, aber egal, jemandem absichtlich einen falschen Eindruck vermitteln, jemanden irreführen. Und irreführen wird erklärt als zu einer falschen Annahme verleiten. Der Grundgedanke dieser und vergleichbarer Ausdrücke ist also, jemanden unbemerkt hinters Licht zu führen. Kein Zweifel, wer gar nicht wahrnimmt, dass er durch gezielte Fehlinformationen in Unwissenheit, Verwirrung und Hilflosigkeit gehalten wird, befindet sich in echter Gefahr. Besonders bedauerlich daran ist, nicht selten hält der Getäuschte oder Betrogene trotz deutlicher gegenteiliger Beweise an dem fest, was er glaubt. Und jetzt liegt es an euch, falls ihr selbstgläubig seid, mit diesen Informationen umzugehen. Ich habe euch jetzt eindeutig gezeigt, dass in diesem Artikel irreführende Informationen stehen. Es lässt sich völlig offensichtlich und klar nachweisen. Du musst kein Evolutionsbiologe dafür sein. Es lohnt sich aber, Fußnoten einmal nachzuspüren. Das ist so wichtig und nicht nur bei den Zeugen Jehovas. Die Medien sind voll von unkorrekt zitierten Textstellen. Es passiert immer wieder. Du musst dir immer selbst das Original anschauen und nachschauen, was steht da eigentlich tatsächlich. Und die Mühe machen sich die wenigsten. Ich habe sie mir jetzt mal gemacht, weil ich so erstaunt war, dass ein Evolutionstheoretiker sich gegen die Evolutionstheorie geäußert haben will. Und es hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ganz anders gemeint ist. Das kannst du aber nur herausfinden, wenn du selbst nachforschst. Und das heißt eigentlich studieren, nicht das, was die Zeugen Jehovas unter Bibelstudium verkaufen. So, ich hoffe, das war lehrreich für uns alle. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniere vielleicht meinen Kanal. In letzter Zeit hat er wieder ein paar verloren, glaube ich. Ja, im Grunde geht es mir auf dem Kanal auch nicht um Abonnenten, aber schön wäre es doch und gebt mir gerne Rückmeldung und vor allem würde mich interessieren, falls jemand so auf der Schwelle steht und schon bereits etwas zweifelt an seinem Glauben oder selbst Zeuge ist und daran zweifelt, also kann ja auch eine andere Glaubensform sein, hat das Video ein bisschen was in dir angestoßen? Das würde mich sehr interessieren. Gebt mir ein bisschen Rückmeldung dazu. Okay. Vielleicht werde ich jetzt in kürzeren Abständen immer mal so kleine Happen veröffentlichen. Das fällt mir leichter und es erfordert doch nicht allzu viel Energie. Das war's für heute von eurem Cyberphilosophen. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.